Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Heute sind wir in Da Vinci in meinem Park. Ich begrüße euch recht herzlich. Mein Name ist Bluefire, aka Dennis. Und die Jungs sind mit dabei, der Metaro und der Rick. Hallo, liebe Leute, endlich sind wir wieder Da Vinci. Wuhu, hallo. Ja, Da Vinci. Tatsächlich wird jetzt ein bisschen Da Vinci aufgehübscht hier in dieser Folge. Ja, klingt doch gut. Und ja, es gibt ja noch einen kleinen Torbogen, der auf diesen Platz jetzt, den wir hier sehen, hinzukommt. Und ja, der wird dann am Ende noch ein bisschen modifiziert. Und ansonsten wird hier jetzt erstmal nur so ein bisschen schön gemacht. Aber es ist ja eine Podcast-Folge, also von daher interessiert uns ja gar nicht, was wir reden gleich sowieso über anderes Zeug. Naja, ich meine, Da Vinci nähert sich ja langsam am Ende. Ne? Da ist ja, kann man ja schon mal so ein bisschen erzählen, was mit Da Vinci überhaupt so passiert ist. Oder was noch wird. Ja, was ist mit Da Vinci passiert? Also ich habe es eigentlich schon in den anderen Folgen auch schon gesagt, dass ich halt von Ready to Fall den Park übernommen habe, weil er ja dann urplötzlich aufgehört hat, aus welchen Gründen auch immer, ist ja mal egal. Und habe den dann halt übernommen und habe dann halt versucht, das, was er schon gebaut hat, natürlich stehen zu lassen, weil ich finde, es ist ja auch gut geworden und sieht auch klasse aus. Definitiv. Hat sich auch Mühe mitgegeben. Und das gehört sich auch einfach nur so. Warum soll ich das jetzt wegmachen und mir mein Ding dahin machen? Ich meine, ja, eine schöne Kapelle, die da steht. Ne? Und auch die Q-Line vom Da Vinci The Ride, sag ich jetzt mal, ist ja... Hat das Ding eigentlich einen Namen? Da Vinci's Flight, glaube ich, ja. Ach stimmt, ja, da gab es was, ne? Ja, doch. Ich meine irgendwie sowas. Ach, wir kennen uns recht gut in unserem eigenen Park aus. Es gab nur einen Namen, ja. Ich erinnere mich, da war was. Ja, ich kann es dir aber jetzt auch nicht sagen. Oder war... Ach, hier, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau. Ist ja auch egal. Aber wir kommen jetzt tatsächlich auch, glaube ich, das erste Mal in die Q-Line rein. Oder waren wir schon mal drin? In dem ich glaube nicht, Part, ich glaube, wir waren glaub noch keine. Nicht. Haben noch gar nicht drin? Ich glaube mit Ready to Fall waren wir, glaube ich, einmal mit drin. Ah, stimmt. Eine Folge haben wir mit ihm aufgenommen, ja. Ja, genau. Stimmt, das war's. Flying Machine heißt die. Flying Machine und das andere Ding, der Skyflyer, heißt Volare. Volare war es, okay. Ja. Ja, Flying Machine habe ich auch noch im Kopf gehabt. Ja. Aber schon ewig nicht mehr in diesem Bereich gewesen. Ich kenne den Bereich auch nur aus unseren Folgen. Ich bin da selber gar nicht drin. ist auch eine super schöne Q-Line geworden, tatsächlich. Auf jeden Fall. Die der Ready to Fall hier noch gebaut hat. Aber ich habe hier dann doch noch ein bisschen, glaube ich, was. Ich habe nicht nur die Lampen gemacht, ich habe noch irgendwas. Irgendwas habe ich noch gemacht hier oben. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen näher, ne? Ja. Ist noch ein bisschen näher, genau. Ja, und ja. Was läuft bei euch so? Ja, du baust ganz schön viele Lampen. Da passiert gerade irgendwie nicht so viel. Nö, passiert nicht viel. Also hier wird tatsächlich nur ein bisschen aufgehübscht. So ein bisschen Beleuchtung überall reingemacht, wo noch was fehlt. Und ja. Die ganzen Highlights halt noch hier so ein bisschen reingemacht. Die Da Vinci halt auch erfunden hat. So ein bisschen in Szene gesetzt und an der Fassade hier, jetzt hier im Hintergrund zu sehen, die paar Lampen. Und der Weg wird noch beleuchtet. Und ich meine, es ist ja irgendwie auch üblich für die letzten Folgen, dass man dann so ein bisschen den letzten Feinschliff halt nochmal macht. Genau. Und hierbei ist mir aufgefallen, dass der Skyfly irgendwo durchbackt. Irgendwo, oder bei irgendeiner Szene war das, da habe ich gesehen, der eine Waggon backt durch eine Wand. Hast du gut aufgepasst, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das geht ja gar nicht. Nee. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Hast du geändert, oder was? Ja, ich habe es geändert. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ich habe jetzt letztens, am heutigen Tag gestern war ich mit dem Rick in Bella Italia und haben die Cinematic für Pisa gemacht. Und da ist mir nochmal aufgefallen, weil wir auch die Mini-Park-Touren hatten, da, ne, Metaro,
dass noch ein paar Sachen in Pisa standen. Hast du die mittlerweile entfernt? Also den Zaun habe ich entfernt, der da in der Clueline drin war. Ja. Der Ring, der ist mir nie aufgefallen, da der durch die Decke backt, könnte ich natürlich auch ändern. Ja, nee, den kannst du mal so lassen. Den kannst du jetzt so lassen. Ich weiß auch nicht, warum das da... Also mir ist... Also die kleine, ich habe hier und da habe ich auf jeden Fall was geändert, auf jeden Fall, ja. Also ich war in jedem Bereich und habe geguckt, ob da irgendwas durchpackt und was ich gefunden habe, habe ich dann auch geändert. Ja, okay. Aber kann ja nach der Aufnahme vielleicht mal zeigen. Ja. Also sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe das bei den Aufnahmen von den Trailern sowieso auch gemerkt, dass ich definitiv nicht mehr den aktuellsten Stand vom Park habe. Mir fehlen irgendwie einige Eingangsschilder und so von Bereichen. Und das wäre schon irgendwie hilfreich, wenn man den aktuellsten Bereich oder die aktuellste Version vom Park hat, wenn man Trailer aufnehmen möchte. Ja, ja. Ja, muss ich euch mal schicken, den neuen auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall vorhin gesehen, dass, wir haben aber schon im letzten Part, glaube ich, gesagt, dass es in Da Vinci auch ein Restaurant geben wird, das Da Vinci Diner. Ja. Und ich glaube, in der nächsten Folge wird dann mehr davon gezeigt. Oh, das große Finale. Das oder? Große Finale. Sind nur noch zwei Folgen von Da Vinci, oder? Ja, aber ich frage mich gerade, ob ich es aufgenommen habe oder nicht. Ich weiß es nicht. Das große Mysterium. Ich sehe nämlich diese die Überdachung und die gab es in der letzten Folge noch nicht. Ah, okay. Ja, deswegen weiß ich gerade nicht. Ich habe meine Parts gar nicht mehr. Wann habe ich das aufgenommen? Das war 1956 oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ungefähr als Da Vinci halt gebaut wurde, ne? Ja, ich hatte, glaube ich, 6 Wochen Urlaub oder so zu dem Zeitpunkt. Das war irgendwie so. Ja, stimmt, hast du da alles am Stück gemacht, ich erinnere mich. Ja, genau, 2 Parts da. Pisa und das hier habe ich halt dann in einem Rutsch durchgezogen. Ah, oh, das ist richtig fleißig. Ja, aber mittlerweile sieht es ja schon eigentlich noch fertig aus. Ja, ich meine, der Park ist ja soweit fertig. Es sieht alles voll aus mittlerweile. Eigentlich ist er fertig. Ja, was heißt denn eigentlich? Was ist denn eigentlich? Klar ist der Park fertig. Der ist fertig. Oder? Ja. Das sind wirklich nur diese Kleinigkeiten, dass irgendwo ein Schild fehlt. Der oder ist doch so. Schon hochgeladen. Ist er jetzt schon hochgeladen? Ja, wir haben ja eben auch drüber gesprochen. Ist er schon hochgeladen oder nicht? Ist er denn in diesem Zeitpunkt, wo das Video kommt, hochgeladen? Im Moment ist er halt noch nicht hochgeladen. Im Moment, das Zeitpunkt, wo man das Video ist gerade mal. Genau, aber vielleicht war der letzte Woche schon hochgeladen. Das vielleicht kommt er auch nächste Woche. Das weiß ich das nicht. Ist so ein Durcheinander. Wir haben eben die Folge aufgenommen, die nach dieser hier rauskommt. Und da haben wir genau über dasselbe Thema diskutiert. Ja, geil. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt diesen Kanal. Ja. Aktiviert die Glocke, da verpasst ihr kein einziges Video mehr. Also sollten unsere Abos durch die Decke gehen, kommt das Video erst nächstes Jahr. Nein, Quatsch. Das war jetzt. Nein, Quatsch. Nee, bleibt alles drin. Alles bleibt drin. Alles ungeschnitten. Also es kann schon sein, dass der Park jetzt aktuell schon hochgeladen ist. Keine Ahnung. Wenn er jetzt hochgeladen ist, dann könnt ihr den gerne mal hochvoten und runterladen und euch anschauen. Weiß ich nicht was. Ja. Wenn nicht, dann macht das nächste Woche. Ja, genauso macht ihr das aber bitte auch mit dem Kanal. Ja, gerne. Ja, und in Discord, ne, könnt ihr auch natürlich reinkommen. Seid ihr auch herzlich willkommen. Ja, ich will es gerne auch nochmal hier sagen. Wenn ihr reinkommt bei den Regeln, da ist unten ein Achterbahn-Symbol. Bitte draufdrücken, dann kommt ihr auch, sieht ihr auch alles. Das ist nur die alte Variante, das bestätigen. Ja, wir müssen uns mal schlau machen. Ja, wir müssen so ein bisschen aktualisieren machen. Stimmt, lass uns nochmal mit der Community unterhalten, wie das nochmal besser funktioniert. Oder wie man es anders machen kann. Müssen wir uns nochmal kurz schließen und dann läuft das auch wieder besser. Also ich bin definitiv kein Discord-Profi. Nee. Ich bin glücklich, dass wir Shinny haben. Ja, ich habe keine Ahnung, als wir. Shinny macht da viel in Discord her. Ja, die haben uns schon einige Sachen gezeigt und gemacht. Aber wir haben so ein bisschen aufgehübscht jetzt, ne? Hatte liebe Mitaro so schön fleißig. Ja, ich habe ein paar Bilderchen eingefügt, ne? Ja, und sieht auch ein bisschen ansprechend aus. Sieht ein bisschen bunter aus, ne? Ja, schick. Schick. Genau. Ja, und das ist das Tor, also das Fahrt zur Hölle, quasi. Was heißt das so? Nein, heißt nicht so. Das Gebäude gibt es tatsächlich nirgendwo, aber wenn man dann auf die Terrasse geht, dann sieht man Pompeji und da ist der Vulkan, also Fahrt zur Hölle.
Klar, naheliegend. Das ist natürlich, ja. Dass ich da nicht drauf kommen bin, ey. Ja, gerade du. Ja. Hast du den Namen irgendwo hingeschrieben oder hast du das gerade ausgedacht? Nee, ich hab's mir tatsächlich gerade ausgedacht. Okay. Das ist mir gerade so in den Sinn gekommen, dass es eigentlich passen würde, ja. Eigentlich müsste ich noch ein Schild hinmachen. Ja, können wir ja gleich machen. Ja, können wir doch gleich machen. Ja, machen wir noch ein Schild. Das Fahrt zur Hölle, das ist gut, ja. Das oder das Tor zur Hölle oder so. Haben wir eigentlich mal erzählt, dass da auch auf der Ecke ein Easter Egg von Communiversal versteckt ist? Nee, haben wir glaube ich nicht. Ah, ich hab's gespoilert. Nicht. Okay. Ja, du bist der Spoilerkönig ohne Ende. Ja, wirklich. Ey, also, ach komm, Alter, wie oft haben wir Pompeii, Alter. Wie oft haben wir denn schon gesagt, dass das früher kommt? Haben wir schon gar oft nicht, genug oder? Erzählt. Natürlich haben wir das schon gesagt. Bitte Leute, wenn jemand unsere Videos sehr gut kennt, kann den ja mal. Wir haben ja, schon ihr vorher kennt, gesagt. Ihr kennt die bestimmt besser als wir. Ich habe keine Ahnung, was wir in den Videos sagen, was wir privat sagen. Wir haben schon oft genug gesagt, dass wir das eventuell früher hochladen werden, weil mit Blendcursor 2. Die Diskussion hatten wir schon mal. Und dann haben wir gesagt, natürlich laden wir das irgendwann früher hoch, weil wäre ja scheiße, wenn der Park raus ist, Blendcursor 2 ist raus, dann konzentriert sich jeder aus Blendcursor 2 und deswegen ist der Park dann für die Katz. Vielleicht für alle, die das irgendwie verpasst haben sollten. Es geht darum, dass wir den Park hier hochladen wollen, bevor wir mit den Let's Play-Folgen durch sind, damit halt eben nicht der Park erst rauskommt, sobald Blendcursor 2 raus ist. Das wäre ja irgendwie schade drum. Und wir sind nicht so ganz einig, ob der Metaro das jetzt in der letzten Folge gespoilert hat oder ob wir da früher schon mal drüber gesprochen haben. Ey, ich bin definitiv sicher, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Keine Ahnung. Wir zwei auf jeden Fall schon. Mit Dennis weiß ich nicht. Ich habe keinen Überblick drüber, keine Ahnung. Ich bin so durcheinander in letzter Zeit. Wir haben so viel verschiedenes Zeug gemacht, ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal, wir laden es, ne? Ist schon raus jetzt. So. Ja, also alles gut. Ich meine, Folge ist ja auch vorbei, ne? Also. die halbe Folge ist. Es war die halbe Diskussion eben. Also ja, ist doch nicht verkehrt. Folge ist vorbei hier, so. Belehrt uns in den Kommentaren, wir sind sehr neugierig. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Metaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.